So, meine Freunde. Also, Steffen ist wieder mit dabei. Ich moin. Bin dabei. Moin, moin. Ja, grüßt euch. Wir sind heute bei der SS Brotbäckerei. Guckt mal hier. Mein Gott, ey, da gibt es ja eine Tafel, habe ich ja gar nicht gesehen, die hier aufgestellt wurde. Da könnt ihr euch, kann man sich das wahrscheinlich im Internet auch angucken. Hier, so sah das Gebäude mal aus. Okay. Ja, also heute unser erster Tagesziel, SS Brotbäckerei. Steffen hat auch so ein bisschen was ausgearbeitet und unser großes Ziel heute soll es aber sein, die Heilstätten in Grabowsee. Da fahren wir dann nachher hin. Ganz offiziell dürfen wir aufs Gelände. Ihr wisst ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ja, wir gucken uns jetzt mal das Ganze hier an und schauen, was uns erwartet. Okay, vorne schon sehe, vorne schon ein verrammeltes erste Haus. Ja, pass auf, dann gehen wir hier rüber. Also vielleicht für die Geschichtsfans von euch, diese Brotbäckerei, ich habe mich mal ein bisschen belesen, ging ja 1941 an den Start und war dafür gedacht, um das SS oder um die SS zu versorgen, die ganzen Nazi-Mannschaften. Ja, ja, hier ein Loch. Die ganzen Nazi-Mannschaften und das KZ Sachsenhausen. Da haben die, glaube ich, in der ersten Produktionseinheit 10.000 Brote pro Tag gebacken und während Kriegszeiten sind sie dann weiter auf so 40.000 Einheiten gegangen. Ne? Das wurde dann immer weiter nach oben geschraubt, weil nicht nur die deutsche Armee mit Brot versorgt wurde, sondern halt eben dementsprechend auch Gefangene. Und ja, so sieht das Gebäude heute aus. Wettertechnisch nicht so gut, es nieselt so ein bisschen, aber das ist uns vollkommen egal. Gehört halt auch zum Geschäft dazu. So. Und hier bräuchten wir jetzt mal eine Lampe, wa? Mhm. Lampe wäre nicht ganz verkehrt. Aber wir kommen hier auch nicht weit drin, wa? Hä? So, Lampe haben wir angemacht. Kann losgehen. Boah. Hier ist ja die ganze Decke schon runtergekommen. Durch das mal an. Aus wie ein Ofen oder so was? Das sind die alten Öfen hier. Hier, siehst du, hier ging das Brot vorne rein. Mhm, die Durchlauföfen. Ja. Also hier ist schon die Decke runtergekommen. Ja, und hier? Hier haben sie halt ihre Brote gebacken, ne? Freunde. Hier gingen die Brote rein, wurden durchgeschoben, am Ende kamen sie fertig gebacken raus. Hier, guck mal, hier können wir nicht lang marschieren. Jetzt wird es gleich ein bisschen enger. Ha? Jetzt wird es gleich ein bisschen enger, halt gesagt. Ja. Wahrscheinlich auch dreckig. Weil da vorne jetzt durch. Naja. Das war genau hier. Oh. Alter, komm ich da irgendwo durch in der Breite? Ah. Oder steigt da oben drüber durch, guck mal. Macht dich besser. Mit Rucksack, was meinst du? Ja, naja, versuch's mal, ja. Nee. Nee, ohne was? Das wird nisch. Das müssen wir dann so machen. Das ist zu viel Körper vorhanden. So, ja, auch. Ja,
Schinken. Nee. So. Oh, wollen wir noch. Gehen wir mal rechts rum, dann können wir noch links rum. Ja. Alles sehr verfallen hier, klar, logisch. Boah, hier sind die eigentlichen Öfen. Naja, das Typische ist natürlich wieder, wir Vollidioten quälen uns durch das enge Loch durch. Was denn? Und da hinten steht eine Tür offen. Das ist wie mit dem berühmten Schlüssel, oder? Ja, das ist so der Klassiker. Ja, und hinten kommen wirklich nochmal Öfen, das habe ich in irgendeinem Video schon gesehen. Okay. Ja, Freunde. Auf alle Fälle ist das ja mal interessant hier zu sehen. Was ist denn das hier? Ein Riesenloch in der Decke? Da könnte ein Abluftrohr gewesen sein oder so etwas. Da oben, nee, da oben ist noch eine Etage. Ach so, ja? Ja, ja. Ja, hier seht ihr halt auch noch mal. Der Dachboden. Ja, einer der Öfen. Das muss doch, ne? Oder das ist doch einmal. Das ist ein Ofen, glaube ich. Das ist doch ein Ofen. Genau. Hier standen sie, Freunde. Hier haben sie gestanden und haben halt eben dementsprechend die Ofenbrot oder die Brote in den Ofen geschoben. Die Regenschober wieder rausgezogen haben. Und wieder rausgezogen, ja. Ja. Wenn man reinguckt in so einen Ofen. Und ein bisschen was passt rein, wenn man überlegt, 10.000 am Anfang, 10.000 Brote pro Tag, um hauptsächlich die Gefangenen von Sachsenhausen zu versorgen. Das ist nur so eine Klappe, hier hat man wahrscheinlich geguckt, wie weit der Brot ist oder auch was ihr macht. Also wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Was war denn das hier? Alles Sicherung, ne? Ein alter Sicherungskasten, nee, oder was ist das? Hier waren, nee. Das müssen elektrisch betriebene Öfen gewesen sein, weil das sind die Heizleitungen hier. Ja. Ah, okay. Hier drin, siehst du das ja? Ja, ja. Die stecken drin, sind die Heizleitungen. Okay. Hier siehst du, soll auf dem Boden noch liegen. Ach so. Das ist quasi, das ist die eigentliche Heizleitung. Ah. Das macht die Wärme. Das macht die Wärme, so eine Dinger. Mhm. Aha. Ja, siehst du. Also, Freunde, gut, dass wir Elektriker hier dabei haben. Ein Fachmann sozusagen. Ja. Oh. Ja, das müssen elektrisch betriebene Öfen gewesen sein. Ah, okay, siehst du. Ich hätte mal gedacht, irgendwie so mit Kohle oder irgendwie. Na, ich hätte eher Gas befeuert gedacht oder sowas. Ja. Aber. Ja, also das eigentlich Interessante sind ja hier die Öfen, sich die mal anzuschauen. Hier ist alles schon klar. Hier ist einfach nur eine Fallgrube und hier zugeschraubt. Da jetzt da draußen. Hier ist auch so ein Raum, da jetzt da draußen. Ja. Hier muss mal gewesen sein. Hier war mal so ein Elektroanschluss, muss hier gewesen sein. Also ja, okay. Ein Kabel an. Boah, das ist krass. Ja. Gut, hatten damals ja auch schon Strom. Obwohl also. Der schon dünner aussieht, finde ich, so für so eine Öfen war, aber gut. Hm. Wer wird's? Du, die haben, früher waren die Standards auch andere wie heute. Ja, ne? Also, das hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte alles weiterentwickelt. Guck mal, da liegen ja locker mal 70, 80 Jahre dazwischen. Ja. Wenn du dir heute manche ISO-Normen anguckst und Standards, die kannten die damals noch nicht, wussten ja nicht mal, wie sie schreiben sollen. Ja. Aber traurig ist halt immer wieder, wenn du auf so einem Lost Place unterwegs bist, einfach der Vandalismus, der hier immer stattfindet. Ne? Ja, also Leute, nicht nur meine Message, auch die von Steffen. Ne? Lasst die Orte so, wie sie sind. Jetzt ist eigentlich schon wenig zu retten. Viele Lost Places sind einfach schon zerstört, ausgeraubt. Purer Vandalismus. Ich finde das auch schade, weil man einfach auch mit einem gewissen Respekt diese Orte betreten sollte und auch wieder verlassen sollte. Ne? So, jetzt von da sind wir vorhin gekommen. Wir gehen jetzt mal in den linken Bereich von dem Gebäude. Oh, und hier seht ihr schon, guck mal, da ist die ganze Decke eingestürzt. Das ist ja logisch, ja. Alles runtergekommen. Guck mal, da müssen doch auch Öfen gewesen sein. Genau, richtig. Auch schon rausgerissen. Mhm. Na, Schrott, Diebe. Schrott, Metallschrott. So, guck mal hier. Also auch hier waren die Öfen drin,
Ja, auch hier hat man das Brot reingeschoben zur Versorgung der Menschen. Wenn man sich auch überlegt, dass hier, ja, ich sag mal, KZ-Häftlinge oder Häftlinge gearbeitet haben, unter perversen Bedingungen teilweise. Ja. Hier soll eine Gärkammer gewesen sein können, weil irgendwo müssen auch Elektroanschlüsse wenn dann sein. Also okay. Könnte auch als Gärkammer irgendwie, keine Ahnung. Tja, man löst das nicht, ne? Was ist denn das hier, eine alte Holzkiste? Steht da noch was drauf? Da steht Leihgut drauf, ne? Wenn ich das richtig sehe. Leihgut. Hm. Also es lohnt sich auch immer wieder, wir wissen jetzt nicht, wie alt die Kiste ist und von wo sie stammt, aber sieht schon ziemlich verrottet aus, mit offenen Augen durch so ein Gebäude zu gehen. Hier wird wahrscheinlich der administrative Trakt gewesen sein. Hier sind die Klos. Sehr mystisch hier, Leute, sehr mystisch. Hier liegen noch die Schuhe, von wem auch immer. Wir lassen sie mal hier liegen. Oh, das sieht aus wie... Was sagst du? Umkleidekabinen. Ah, das werden, ja, das werden wahrscheinlich die Umkleidekabinen sein. Wo die sich dann, aber auch nur die hohen Herrschaften umgezogen haben. Na, weiß ich nicht, weil hier ist nämlich Duschraum daneben. Okay. Ja, also hier, ob sich die Mitarbeiter oder Mithäftlinge hier umgezogen haben, wir wissen es nicht. Es kann gut möglich sein. Hier die Duscheinheit. Hier hat man sich dann nach getaner Arbeit abgeduscht, frisch gemacht, sauber gemacht, das Bäckermehl vom Körper gewaschen. Ja. Naja, was sagst du zu dem Platz hier, zu dem SS-Brotbackfabrik? Hat schon runtergerockt, das ganze Ding. Ja, oder? Und halt, ja, dieser unmissverständliche Vandalismus, der betrieben wird, war. Ja, das ist das, was mir am meisten noch leid tut, muss für so eine Orte auch, ne? Aber ist halt hier mal auch nochmal Nasszelle. Hier geht es wieder nach vorne. Mhm. Ja, und hier hinten sah fast so aus wie ein Meisterbüro oder wie es Papier war. Okay. Also hier nochmal so ein Glaskämmerchen drin, was so typisch ist, irgendwie gewesen ist. Oh. Da sitzt der Chef drin und hier draußen die anderen. Keine Ahnung, wo ist. Ja. Hier saß Obersturmbahnführer Backmeister. Nachvollziehen, warum hier alles zerkloppt wird, kaputt gemacht wird, zertreten wird. Nee, das verstehe ich auch nicht. Und das sollen auch die Lost Place Videos von uns diese Message übertragen. Leute, ne, wir haben es gerade schon mal erwähnt, versucht vernünftig mit den Orten umzugehen. Wir wissen, wir erreichen nicht alle mit der Botschaft, aber wir gehen auf alle Fälle so vor und wünschen uns das von vielen anderen natürlich auch. Ne? Jetzt gehen wir hier in die zweite Etage, in das obere Stockwerk von der Fabrik. Da oben geht es nochmal zum Dachboden. Da werden wir vielleicht auch nochmal hochgucken. Auf alle Fälle wurde hier die ein oder andere feuchtfröhliche Party gefeiert. Wir müssen natürlich hier aufpassen, wo wir hingucken. Wir sind im oberen Geschoss, dass wir nicht irgendwann im unteren sitzen. Hier mal ein Blick von oben raus zur vorderen Straßenseite. Ja, also echt sehenswert und zu wissen, ne, wo man hier steht. Hier hat sich auch einer künstlerisch ausgetobt. Ja, über Kunst kann man sich jetzt nicht streiten, wa? Also ich kenne weitaus schönere Motive, ja, auf irgendwelchen Lost Places. Ja, ja. Aber gut, hat halt jeder einen anderen Kunstgeschmack, ne? Jeder hat eine andere Vorstellung, einen anderen Geschmack und einen anderen Stil. Ich habe gar keinen Stil, weil ich spreche nicht. Ja.
Ja, hier die Böden natürlich alle schon, ne? Dem Alter entsprechend. Auch noch mal ein Raum. Da können wir vielleicht gleich durchgehen. Immer aufpassen, wo wir hinlatschen. Hier ist ein alter Schaltkasten. Da müssen wir unserem Elektriker Steffen gleich mal fahren. Hier wieder Lastzellen. Ja, überall verteilt. Ach, ist das süß. Guckt euch mal das Waschbecken an. Ist ja niedlich. Und hier. Blick. Ist der Innenhof oder wie? Kann man hier runter gucken. Aber doch recht groß, ne? Naja, Deck ist ungedacht, ehrlich gesagt. Das ist schon nicht ohne. Natürlich hier auch so schön zu erkennen ist. Hier hat es dann auch den oder anderen mal gebrannt auf den ganzen, ganzen Objekt. Also wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch. Du siehst, die Natur erobert sich nicht all zurück. Ja, du. Die hat ihren kleinen Garten angelegt. Ja. Hier, in dem unteren Stockwerk waren wir gerade eben gewesen. Ja, da geht es natürlich komplett runter. Wa? Ja. Also der Dachboden hier jetzt nichts Spektakuläres mehr. Ist einfach nur ein Dachboden, ne? Mhm. War das zu diesem, ich glaube, zu dieser SS-Brot-Backfabrik. Mehr gibt es hier nicht mehr zu sehen. Das hier hinten ist nochmal ein Gebäude, wir können ja mal hinten rausgehen jetzt. Wir können ja mal, genau, wir gucken nochmal raus. Steffen sagt auch gerade, wir können mal rausgucken. Aber ansonsten, die Öfen, die haben wir uns angeschaut. Und wahrscheinlich gerade in dem administrativen Teil, in dem wir unterwegs waren, wo dann die ganze Buchhaltung war und. Hier noch so ein alter Tisch, der hier steht. Mit Sicherheit, so wie der aussieht, könnte er aus der Zeit noch sein. Oder hier haben Partys stattgefunden. Mit Sicherheit auch. Das schließe ich mal nicht aus. Sicher ja nur. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, das ist halt ein Objekt. Wenn man den geschichtlichen Hintergrund betrachtet, ist das interessant. Ja. Jetzt einfach nur herzugucken, um das Objekt anzugucken. Hm. Nee, also man muss sich schon so ein bisschen mit beschäftigen. Ich finde es ja gut, vorne haben wir gesehen, waren wir die Tafel. Genau. Die gehört zu dieser ersten Gedenkstätte Sachsenhausen mit, ja. Die 500 Meter weiter ist. Genau. Nee, das finde ich schon gut, dass man das gemacht hat. Kommst durch? Nicht aufspießen. Irgendwo hängig. Jetzt aber. Wird mit dem Rucksack was? Ja, na klar. Ah, bin auch gut durch. So, die Welt hat uns wieder. Ich mache mal hier mein Licht aus. Wie gesagt, vom geschichtlichen Faktor her schon nicht schlecht. Hier drüben muss auch so eine Lagerhalle sein. Eine Garagenlagerhalle. Ja. Also ich denke auch vom zeitgeschichtlichen her zu wissen, auch was hier abgegangen ist, schon sehr interessant. Ne? Aber ja, so ist jetzt hier. Ein zerfallenes Haus. Ja, sonst siehst du da jetzt nicht so viel. Genau. Hier drüben auch irgendwie so eine Lagerhalle oder so hat. Aber es war als Einstieg heute schon mal nicht schlecht. Letztes Mal war ja. Ja, letztes Mal war nicht ganz so erfolgreich. Nee, hier war übrigens die Tür, die ich gesehen habe. Also hier nochmal von außen das Gebäude. Hier ist ja an der Seite gibt es nochmal einen Eingang. Okay. Aber es scheint jetzt nicht interessant zu sein, ja. Ja, das wird wahrscheinlich. Auch aus wie hinten Garage und Lager oder wie Lager das gewesen sein oder so. Keine Ahnung. Ja. Und hier drüben selber, da ist auch was Gruben drin, also jetzt nichts Sehenswertes. Ja, klar, irgendwo mussten sie ja dann auch ihre LKWs, Transporter etc. pp.
reparieren. Ja, ihr seht das mal. Voll mit Müll die Grube. Die Klärgrube. Ja. Hier hat der Meister bestimmt sein Geschäft drin gemacht. Auf alle Fälle. Klo? Hier scheißt nur der Meister. Ja, ja. Ah, hier auch. Muss es gebrannt haben da hinten. Sieht aus wie eine Waage oder sowas hier. Bin mir nicht sicher. Und noch so eine Eingangstür. Oder was ist das für ein Sockel? Tja, was auch immer das war. Hm. Wer es weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Guck mal, hier scheint auch irgendwas drauf gestanden zu haben. Siehst du die Kreise? Ja, irgendwelche Kessel, irgendwelche Wasserkessel vielleicht, Wasserboiler irgendwas. Mhm. Wer weiß, was das hier war. Ja, Brände. Mhm. Tja. Also die entzünden sich nicht von alleine einfach so. Das ist. Nee, das ist so wie die Jungfrau und das Kind. Genau. Naja, dann haben wir uns mal die Chose hier auch angeguckt. Wie gesagt, da hinten auch noch mal ein paar Wartungsgeschichten. Hier guckt uns schon das Dach freundlich an. Ja, und hier. Ja, aber ein Vater noch im Großen und Ganzen. Eine Halle hier. Was ist das hier? Naja, auch nur Schacht mit Kabeln, Dreck und Müll. Nee, mehr gibt's hier nicht zu sehen, wa? Nee. Da oben kommt die Decke natürlich dann auch runter, ganz elegant. So wie hier hinten. Also ich denke mal, der Verfall wird über die Jahre fortschreiten. Du hast ja schon gesagt, die Natur holt sich ihr Territorium zurück. Ja, ist halt so. Sehe ich genauso. Ja, war die Brotfabrik. Das war die Brotfabrik. Freunde, das war die Brotfabrik. Was sagt ihr dazu? Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht der ein oder andere, der auch hier gewesen ist. Wir haben Februar 24, haben die Brotfabrik besucht. Und Hauptziel, ihr wisst's, ist doch heute ein anderes. Oder Steffen? Definitiv. Das war jetzt unser kleiner Einstieg, den wir eigentlich nach unserem Hauptziel heute wahrnehmen wollten. Ja, aber genau. Aufgrund der zeitlichen Differenzen mussten wir hier starten heute. Ja, es lag auch geografisch am besten. Ne? Also es war halt eben auch sinnvoll, hier anzuhalten und zu sagen, wir gucken uns hier die ehemalige SS-Brotbackfabrik an. Und haben Sie damit gesehen? Haken dran? Wir machen uns jetzt auf zum Auto zurück. Heute ist Steffen unser Fahrer. Ja, mit Klappern im Auto. Wir danken ihm, wir danken ihm. Und das nächste Mal bin ich wieder dran. Ja, nee, also echt coole Sache, das mal gesehen zu haben. Und wer weiß, in ein paar Jahren sieht es hier noch anders aus. Dann sind wahrscheinlich ist das ganze Dach runtergekommen. Das denke ich auch. Guck mal hier lang. Cool. So. Gut, Freunde. Freunde der Macht. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Samstag. Wir haben auf alle Fälle unser Tagesprogramm. Und macht's richtig bei allem, was er macht. Macht's richtig. Und dann gehen wir jetzt mit den letzten Bildern von der SS Brotbahn Backfabrik zurück zum Auto. In dem Sinne. Wir sehen uns bald wieder. Ja, oder? Lässt sich nicht vermeiden. Wir verabschieden uns. Und dann bis zum nächsten Lost Place. Also, Freunde, macht's gut. Ja, schon cool. Also ich sag mal, also ja, ist jetzt nicht so viel, aber. Krass, kick mal, wa? Ich find. Was da oben noch drüber ist? Ja, ja, ich finde, es war schon riesig. Also. Aha. Ja. So, ich blende mal hier aus.